بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, heute, inshallah ta'ala, beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil dieser wundersamen Geschichte und dieser wundersamen Begegnung zwischen dem Propheten Musa alayhi salam und dem frommen Diener oder vielleicht auch Propheten, je nachdem, welche Meinung wir akzeptieren diesbezüglich, Al-Khadir alayhi salam. Für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, wir beschäftigen uns momentan mit Surat Al-Kahf. Die Surah Nummer 18 aus dem Koran. Und wir beschäftigen uns im Rahmen einer Reihe, wo wir uns mit den Themen und den Strukturen der Suren beschäftigen und auseinandersetzen. Und wir haben schon einige Suren, Alhamdulillah, behandelt. Und versuchen hierbei uns in erster Linie, wie gesagt, auf die Themen zu konzentrieren, welche die Suren behandeln. Und sind jetzt etwas ausführlicher aus Surat Al-Kahf eingegangen und hatten bisher, soweit ich mich entsinnen kann, 3 oder 4 Einheiten gehabt. In einer Einheit haben wir uns allgemein mit der Sura beschäftigt und was das Ziel dieser Sura ist. Und dann haben wir uns mit den einzelnen Geschichten dieser Sura beschäftigt und auseinandergesetzt gehabt. Und zwar mit der ersten Geschichte und jetzt mit der dritten. Die zweite haben wir ausgelassen, weil ich einfach mit einem anderen Unterricht durcheinander gekommen bin und die werden wir inshallah ta'ala dann nächste Woche nachholen, bi'iznillah azzawajal. Letzte Woche hatten wir uns also mit dem ersten Teil dieser wundersamen Begebenheit beschäftigt gehabt. Wir haben aufgezeigt gehabt, warum Musa alayhi salam sich überhaupt auf den Weg gemacht hat, um nach diesem frommen Diener Al-Khadir zu suchen, was der Grund dafür gewesen war. Und der Grund war gewesen, dass Allah Ta'ala ihm eine Lektion erteilt hatte. Als er nämlich gefragt wurde, alayhi salam, ob es jemanden gäbe, der mehr Wissen hat als er, antwortete er nein. Oder besser gesagt, er sagte, ich bin der Wissendste auf Erden, ohne das Wissen auf Allah zurückzuführen. Woraufhin Allah Ta'ala ihm aufzeigte, es gibt jemanden, der noch mehr Wissen hat. Und Musa alayhi salam direkt daraus lernte und wissen wollte, wo sich diese Person befindet, damit er seinen Fehler wieder gut machen kann und damit er auch von dieser Person lernen kann. Und Musa alayhi salam, er machte sich auf den Weg mit seinem Burschen, seinem Vetter, Yusha ibn Nun. Und sie hatten als Zeichen was dabei gehabt? Einen Fisch, einen toten Fisch. Und das Zeichen war gewesen, dass wenn sie an die Stelle gelangen, wo die beiden Meere aufeinandertreffen, dass dieser Fisch verschwinden wird. Und sobald er verschwunden ist, weißt du, dass sich an dieser Stelle wer befindet? Der Mann, nach dem du suchst. Und sie machten sich auf den Weg und der Fisch verschwand auf wundersame Weise im Wasser, als er im Wasser in Kontakt geriet. Allah Ta'ala, er belebte ihn wieder zum Leben. Wir haben auch über die Symbolik dieser Geschichte gesprochen gehabt. Und sie kehrten wieder zurück, nachdem sie das vergessen hatten. Und Musa alayhi salam, er traf jetzt auf wen? Er traf jetzt auf Al-Khadir alayhi salam. Und wir haben uns damit beschäftigt gehabt, ob Al-Khadir ein Prophet war oder nicht. Und wie jetzt Musa alayhi salam sich an ihn wandte, und zwar mit den Worten قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. Musa alayhi salam, es ist unglaublich, die gesamte Geschichte zeigt uns auf, Musa alayhi salam, er hat aus seinem Fehler gelernt. Was war sein Fehler gewesen? Er hat das Wissen nicht auf Allah zurückgeführt. Und er hat behauptet, er sei der Wissendste auf Erden, ohne zu sagen, Allahu A'lam, Allah weiß es am besten. Und im Laufe der gesamten Geschichte sehen wir, dass Musa alayhi salam reumütig zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist und an jeder Stelle aufzeigt, dass er diesen Fehler nicht wiederholen wird. Und dementsprechend sagte er zu ihm was?
Bring mir etwas von dem Wissen bei, was dir beigebracht wurde. Also dieses Wissen, was du hast, ist ja nicht dein Wissen, sondern es ist das Wissen von Allah, genauso wie ich Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen habe. Das ist eine wahre Reue. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen gehabt, wie wichtig es ist. Jeder von uns kann Fehler machen. Jeder von uns. Aber die Besten unter denjenigen, die Fehler begehen, sind welche, die immer wieder reumütig zu Allah zurückkehren. Lerne aus deinen Fehlern. Selbst wenn du einen Fehler mehrmals gemacht haben solltest, gib nicht auf, versuch ihn gut zu machen. Zeig immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala, dass du es ernst meinst. Dass du dir zumindest Mühe gibst. Du hast den Fehler gemacht, passiert. Aber zeig deinem Schöpfer, dass du dir Mühe gibst. Dass du versuchst, das wieder auszugleichen in irgendeiner Art und Weise. Al-Khadr antwortet direkt und klar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Man muss manchmal direkt sein. Man muss manchmal auch ehrlich sein mit den Menschen, die zu einem kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Sache, von der man gerade auch als Lehrer oder als Imam, aber auch allgemein als Person, die in der Öffentlichkeit steht, sehr viel lernen kann. Sei zu den Menschen ehrlich. Mach ihnen keine falsche Hoffnung. Oder schäm dich auch nicht, ihnen zu sagen, wie es um sie steht oder inwiefern du ihnen helfen kannst. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war zu den Menschen ehrlich gewesen. Abu Dharr al-Ghifari. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, er ist einer der ersten Muslime, er sagt über sich, ich bin einer der ersten vier, die zum Islam übergetreten sind. Also er gehört auf jeden Fall zu den As-Sabiqun, zu dieser ersten Generation. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt unter dem Himmel niemanden, astaqu lahja, der ehrlicher ist als wer? Als Abu Dharr. Und eines Tages kam Abu Dharr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, ja Rasulallah, ista'milni. O Gesandter Allah, gib mir irgendeine Aufgabe, ich will auch eine öffentliche Verantwortung übernehmen und tragen, dass ich verantwortlich bin für einen öffentlichen Bereich. Entweder für eine Provinz oder für irgendetwas anderes, Baytul Mal, irgendetwas. Was sagte der Prophet zu ihm? Sagt jetzt zu ihm, ist okay, du bist Abu Dharr, du bist der Erste. Nein, er war ehrlich zu ihm. Was war seine Antwort gewesen? Weil er weiß es. Ja? Ja, vorher, was sagte er zu ihm? Er sagte ihm etwas ganz Wichtiges, wovon er sein Leben lang profitierte. Er sagte ja, Abu Dharr, innaka da'if. Subhanallah, klar und deutlich. O Abu Dharr, du bist schwach. Nicht schwach körperlich gesehen, sondern das ist nicht für dich geeignet. Du bist schwach. Du brauchst für so eine öffentliche Aufgabe was? Quwwa, al-qawiyyul amin. Ja? Surat Yusuf. Jemand, der stark ist, jemand, der sich durchsetzen kann. Weil die Leute, mit denen du zu tun hast, als Minister oder als Bürgermeister oder egal welche öffentliche Aufgabe du hast, das sind nicht immer Engel, mit denen du zu tun hast. Häufig gerade, wenn es um Politik geht und um irgendwelche Posten, die man erreichen möchte, geht es um was? Um Ellbogenmentalität. Da gilt nicht Achi und weiß ich nicht was. Nein, da wird richtig geboxt. Da kannst du noch so fromm sein. Die Frömmigkeit hilft nur dir selbst. Aber sie hilft nicht den Menschen. Die Frömmigkeit hilft nur dir selbst, aber nicht den Menschen. Und deswegen haben auch die Gelehrten gesagt, wenn ich die Wahl habe zwischen jemandem, der stark ist, aber Fajr. Also der ist sozusagen nicht fromm. Und jemand, der fromm ist, aber da'if. Wen wähle ich für diesen Posten? Ich wähle denjenigen, der stark ist, obwohl er vielleicht nicht besonders fromm ist. Obwohl er vielleicht nicht besonders fromm ist, solange er was ist? Solange er gerecht ist. Das ist ganz wichtig, die Grundlage natürlich. Ja, und nicht korrupt ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, unser Prophet sagte zu ihm, du bist schwach. Und es handelt sich hierbei um was? Um eine Amane. Um etwas, was dir anvertraut wird.
وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. Und am jüngsten Tag ist es was? Khizi, Erniedrigung, wanadame, und Reue. Man wird es bereuen, wenn man es nicht richtig erfüllt hat, das Amt. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا. Außer wenn es jemand mit, sage ich mal, zu Recht annimmt. وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهِ. Und das erledigt, wofür er zu sagen verantwortlich war. Und deswegen, Musa Ali Khidr sagte direkt zu Musa, du kannst das nicht aus, ich weiß es. Du kannst das nicht, manchmal muss man ehrlich sein. Manchmal muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was kann ich nicht? Kenne deine Stärken und kenne deine Schwächen. Auch gerade für Eltern, ganz, ganz wichtig. Es gibt gerade auch in arabischen und türkischen Familien, die Eltern haben eine bestimmte Vorstellung für ihre Kinder. Du musst Arzt werden. Aber interessiert mich nicht Medizin. Nein, du musst Arzt werden. Wir sind alle Ärzte, also musst du auch Arzt werden. Aber ich möchte Architekt werden. Nein, du musst Arzt werden. Weil wir sind alle Ärzte. Ja, nur weil alle Ärzte sind, heißt doch nicht, dass meine Kinder auch Ärzte werden müssen. Wenn sie es von sich aus machen wollen, Alhamdulillah. Aber ich kann sie noch nicht dazu zwingen. Weil wenn ich jemanden zu etwas zwinge, was er nicht gerne macht, wozu führt das, dass er nicht gut ist? Erfolg zu haben bedeutet, dass ich mich für eine Sache interessiere und dann versuche, in dieser Sache zu den Besten zu gehören. Es kann auch eine Ausbildung sein, ich kann Handwerker werden, aber ein guter Handwerker. Ja? Ein guter Handwerker. Ich studiere Geisteswissenschaften. Ich werde vielleicht nicht Arzt, ja, und dann bin ich sozusagen weil Arzt sein ist ja immer sozusagen was sehr Beliebtes, ja. Ich bin Geisteswissenschaftler, aber ich bin gut und kann damit etwas erreichen. Und jemand, ganz wichtig, kenne deine Stärken, deine Schwächen. Und wie gesagt, Khadr, ganz klar und deutlich, du hast keine Geduld, das kannst du nicht. Obwohl du ein Prophet bist, wirst du das nicht schaffen. إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبَرًا. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er hat es dann auch noch begründet. Aber Musa alayhi salam war sich selbstsicher gewesen. Und er sagte, قَالَ سَتَجِدُنِي. Und jetzt ganz wichtig, was fügte er hinzu? Wieder, er hat nochmal gelernt. Subhanallah. Ja, guck mal, wie Allah uns das beibringt, wie Musa alayhi salam aus seinem Fehler gelernt hat. Und jedes Mal unter Beweis steht, dass er wirklich aus seinem Fehler gelernt hat. قَالَ سَتَجِدُنِي. Er sagt hier nicht سَتَجِدُنِي صَابِرًا, sondern Inshallah. Du wirst, so Gott will, mich geduldig vorfinden, standhaft finden. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. Und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Die Dinge, die jetzt Musa alayhi salam erlebt mit Al-Khadr, sind Dinge, wo normalerweise ein Prophet einschreiten müsste, eigentlich jeder Mensch einschreiten müsste. Weil die Dinge, die er tut, sind teilweise kriminell. Al-Khadr tut teilweise Dinge, die eigentlich nicht erlaubt sind. Und normalerweise müsste jeder hier einschreiten. Aber warum ist Musa nicht, wie sagt man, oder warum hat sozusagen Musa ihn dann walten lassen? Wir werden ja gleich Dinge uns durchlesen und wir kennen sie auch. Weil er nämlich wusste, dass er das nicht von sich aus tut, sondern dass Allah Ta'ala ihm das befiehlt. Ganz, ganz wichtig. Das ist der einzige Grund. Das ist genauso wie in der Geschichte von Ibrahim alayhi salam. Manche sagen, kann das sein, dass ein Mann seinen Sohn tötet oder versucht zu schlachten? Ja, Ibrahim hat es ja nicht von sich aus getan. Er hat es getan, weil sein Schöpfer ihm das mehrmals eingegeben hat. Dreimal hintereinander sieht er im Schlaf, in einem Traumgesicht, er soll seinen Sohn schlachten. Und er wusste als Prophet, dass das nicht nur einfach ein Traum ist, sondern als Prophet sind die Träume was? Eine Offenbarung. Und trotzdem geht er sicher. Trotzdem geht er sicher und sieht diesen Traum dreimal hintereinander, bevor er dann das umsetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Allah ist der Einzige, ja, der so etwas befehlen darf. Niemand anderes in seiner Weisheit. Und auf jeden Fall Musa alayhi salam, er geht davon aus, dass er geduldig sein wird, aber er fügt hinzu, insha'Allah, und er fügt auch hinzu, dass er sich keinem Befehl von ihm widersetzen wird. Er ist der Emir. Er ist derjenige, der den Ton anzugeben hat. Al-Khadr, er betont noch einmal, was konkret die Voraussetzung dafür ist, dass er ihn begleiten darf. Und zwar,
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Er sagte, wenn du mir dann folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Das ist die klare Voraussetzung. Musa alaihi salam stimmt zu, aber wir werden im Laufe der Geschichte sehen, dass er sich daran nicht halten kann. Und das der Grund ist dafür, dass die Geschichte schon nach drei Ereignissen endet und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie wir es das letzte Mal aufgezeigt haben, er war auch etwas traurig gewesen darüber, dass Musa alaihi salam keine Geduld hatte, sondern dann schon nach dem dritten Ereignis aufgeben musste. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wie wir es das letzte Mal schon erwähnt hatten, Rahmatullahi alayna wa ala Musa. Möge Allahs Barmherzigkeit über uns und über Musa sein. Law labitha ma'a sahibihi la absar al-ajab. Wäre er mit seinem Gefährten, also al-Khadr, zusammengeblieben, dann hätte er noch Wundersames gesehen. Walakinnahu qal. Aber er sagte zu ihm, in sa'altuka an shay'in ba'daha, fala tusahibini. Qad balaghta min ladunni udhra. Sollte ich dich nochmal noch etwas fragen, dann brauchst du mich nicht mehr zu befolgen oder dann muss ich sozusagen nicht mehr an deiner Seite bleiben. Ja? Du hast sozusagen schon alles getan und ich habe, wie gesagt, mich nicht an die Abmachung gehalten. Und jetzt beginnt die Geschichte. Drei Ereignisse. Und wir dürfen nicht vergessen, was das Oberziel von Surat al-Kahf ist, die Fitna. Drei Ereignisse, die uns aufzeigen, wie wir mit einer ganz bestimmten Form von Versuchung als Muslime umzugehen haben. Und die noch viele andere Lehren beinhalten, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Und welche Form von Versuchung ist das, was jetzt kommt? Es ist die Versuchung der Schicksalsschläge. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft mit einer Musriba. Mit einem Schicksalsschlag. Und dass du bereit bist als Muslim, das zu akzeptieren, obwohl du nicht verstehst, warum Allah Ta'ala dich damit geprüft hat. Das ist eine große Versuchung. Und es gibt viele Menschen, welche diese Versuchung, bei dieser Versuchung schwach werden und nicht standhaft bleiben. Sie fragen sich, warum hat Allah Ta'ala gerade mich damit geprüft? Warum ist gerade mir das widerfahren? Warum bin gerade ich krank geworden? Warum hatte gerade ich den Unfall? Warum habe gerade ich ein behindertes Kind? Warum ist gerade mein Kind gestorben? Warum bekomme ich gerade keinen Mann oder keine Frau ab? Ich bin 40 Jahre alt, aber ich habe bis heute nicht geheiratet. Was ist los? Warum, warum, warum? Man versteht es nicht. Aber Allah Ta'ala, er prüft dich. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, dein Wissen ist beschränkt. Vieles von dem, was passiert, mag für dich erst einmal als Mensch eine harte Prüfung sein. Aber du siehst nicht das gesamte Bild, du siehst nur einen Teil des Bildes. Und du wirst eines Tages verstehen, warum Allah Subhanahu wa Ta'ala dich damit geprüft hat. Und dass am Ende in dieser Bestimmung Gottes für dich etwas Gutes lag, auch wenn du es nicht erkennen konntest. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt jetzt mit der ersten Begebenheit. Und er spricht jetzt interessanterweise nur noch von Musa und Al-Khadr. Wir wissen nicht, wurde Yusha ibn Nun, der Bursche, zurückgelassen, hat er seine Aufgabe erfüllt? Ist er mitgekommen, aber wird nicht mehr erwähnt? Allahu a'lam. Es wird jetzt nur noch von zweien gesprochen, von Musa und von Al-Khadr. Fantalaqa. Da zogen sie beide los. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Musa alayhi salam, er wusste gar nicht, wohin es geht. Er ist einfach mitgelaufen. Er hat sich dem gefügt, was sein Lehrer und Meister jetzt tut. Und er hat sich ihm angeschlossen. Fantalaqa. Hatta idha rakiba fis safinati kharaqaha. Da zogen sie beide los, bis als sie ein Schiff bestiegen. Und manche der Koran-Exegeten sagen, dass sie sogar kostenlos mitfahren konnten, weil die Leute nämlich Al-Khadr kannten,
und er dementsprechend keinen Eintritt zahlen musste, um auf diesem Schiff mitfahren zu können, als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Musa alayhi salam, er konnte sich natürlich nicht halten und er sagte: Hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Laqad ji'ta shay'an imra, du hast ja eine grauenhafte Sache begangen. Das Wort Imra, merkt euch das. Das ist ganz, ganz wichtig. Imra, weil es kommt jetzt eine Steigerung gleich, bedeutet so etwas wie grauenhaft, eine schlimme Sache. Wie kannst du so etwas tun? Natürlich sind sie nicht untergegangen, aber es könnte dazu führen. Wie kannst du so etwas tun? Er hat sich verstanden. Jetzt antwortet Al-Khadr automatisch. Qala alam aqul. Er sagte, habe ich dir nicht gesagt, innaka lan tastati'a ma'ya sabra, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Musa alayhi salam, er entschuldigt sich sofort und er sagt zu Al-Khadr, qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Er sagte, belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Entschuldige, ja, das war für mich so ungewohnt gewesen, damit habe ich nicht gerechnet, dass so etwas geschehen wird, dass Allah mich so hart prüfen wird mit dir. Ja, und dementsprechend bitte ich dich, meine Entschuldigung anzunehmen und ich verspreche dir, dass ich es nicht noch einmal tun werde. Al-Khadr hat die Entschuldigung angenommen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, gerade wenn du zu tun hast mit anderen Menschen, dass gerade beim ersten Fehler, ja, wenn etwas geschieht, dass man versucht, auch über diese Fehler hinwegzusehen. Nicht zu streng zu sein. Ich meine, er hätte auch sagen können, es ist vorbei, du hast mir das versprochen, gleich beim ersten Mal, aber er hat ihm eine weitere Chance gegeben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat auch den Menschen immer wieder eine weitere Chance gegeben, selbst wenn sie Fehler begangen haben. Es gab Sahabe, die haben Fehler begangen, teilweise sogar große Fehler begangen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihnen eine weitere Chance gegeben. Kennt ihr ein Beispiel, ja, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, bei einem Fehler den Sahabe trotz alledem eine weitere Chance gegeben hat? Ja. Ja, beispielsweise. Usama ibn Zayd, er tötete jemanden, aber das war natürlich, ja, also in einer Schlacht, ganz, ganz wichtig hinzuzufügen, weil er davon ausgegangen ist, dass er sich nur schützen wollte mit den Worten La ilaha illallah und hat ihn dann trotz alledem getötet. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihn auf seinen Fehler hingewiesen und zwar sehr, sehr hart, so hart, dass Usama ibn Zayd sich gewünscht hätte, es erst nach diesem Ereignis Muslim geworden zu sein, aber trotz alledem. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm weiterhin Chancen gegeben. Ja, Khalid ibn Walid, ja, der ebenfalls einen großen Fehler gemacht hatte, sodass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid. Oh Allah, ich sage mich vor dem los, was Khalid gemacht hat. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm eine weitere Chance gegeben. Man muss dem Menschen auch manchmal, ja, selbst wenn sie Fehler machen, eine weitere Chance geben. Man darf nicht zu streng sein. Sie haben sich weiter auf den Weg gemacht. Fantalaqa. Da zogen sie beide weiter. Hatta idha laqiya ghulaman faqatala. Bis als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Al-Khadr tötete einen Jungen, ein Kind. Das ist natürlich unglaublich. Es wird ein Mensch getötet. Und nicht irgendein Mensch. Es wird ein Kind getötet. Obwohl Musa alayhi salam ihm versprochen hatte, dass er sich nicht mehr einmischen wird in das, was er tut und nichts mehr hinterfragen wird, konnte er sich in diesem Moment bei dieser Tat nicht mehr halten. Und er sagt jetzt in noch einer schärferen Form, قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ. Hast du eine unschuldige Seele getötet? Und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele. Und jetzt fügt er noch etwas hinzu. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Du hast dir eine verwerfliche Sache gegangen. Nukr ist noch stärker als Imr. Beim ersten Mal hat er was gesagt? Imra. Ist eine schlimme Sache. Aber Nukr ist noch eine schlimmere Sache. Also richtiger Munkar,
Etwas, was verwerflich ist, etwas, was in jeder Hinsicht bei allen Menschen abzulehnen ist. Wie kannst du einen Jungen töten, ohne dass er irgendetwas begangen hat? Als Prophet konnte er sich da nicht halten. Wir lernen natürlich hier auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich meine, auf der einen Seite hat Musa alaihi salam natürlich versprochen, dass er sich an die Abmachung halten wird. Aber subhanallah, Musa alaihi salam hatte solch ein ausgeprägtes Verständnis gehabt dafür, dass er als Prophet und als Muslim nicht einfach so über das Übel und das Unrecht hinwegsehen kann, dass er sich in diesem Moment an dieser Abmachung nicht mehr halten konnte. Und was lernen wir daraus? Dass wir als Muslime nicht einfach so für uns den Glauben praktizieren können, während um uns herum Unrecht geschieht. Und wir so einfach tun, als würde uns das nichts angehen. Tagtäglich geschieht genau so etwas und viel schlimmer. Nicht ein Kind wird getötet. Hunderte, tausende Kinder werden getötet. Zu Unrecht. Und teilweise leben wir so, als würde uns das nichts angehen, als wären das nicht auch unsere Kinder. Tagtäglich. Und da müssen wir uns auch manchmal fragen, wo ist unser Bewusstsein? Wo ist unser Bewusstsein? Musa alaihi salam, er hatte ein ausgeprägtes Bewusstsein gehabt. Wo ist unser Bewusstsein? Ich weiß, wir können nicht alles ändern auf dieser Welt. Das geht nicht. Wir können nicht überall sein. Wir sind gebunden an einen Ort. Unsere Mittel sind begrenzt, gar keine Frage. Aber jeder von uns, jeder einzelne von uns muss sich genau diese Frage stellen. Wie ausgeprägt ist mein Bewusstsein für das Unrecht, was in dieser Welt geschieht? Ist es mir völlig egal geworden? Oder habe ich zumindest solch ein Bewusstsein, dass ich versuche, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und wenigstens hin und wieder mal einen Dua ausspreche für meine Geschwister und auch bereit bin, zumindest mit meinem Vermögen, dieses Leiden etwas zu mindern? Diese Frage muss sich an jeder von uns stellen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es klar und deutlich festgelegt, indem er sagte, man ra'a minkum munkar, wer von euch ein Unrecht sieht, genauso wie solch ein Unrecht, was aus Musas Sicht ein Unrecht war. Aber dieser Khadr hat es ja nicht getan, weil er jemanden töten wollte, sondern er war in diesem Fall der Todesengel gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Er hat die Aufgabe des Todesengels erfüllt, nicht mehr und nicht weniger. Allah Ta'ala, er hat es von ihm verlangt und er war in diesem Sinne der Todesengel. Ich kann auch dem Todesengel keinen Vorwurf machen, wenn er die Seele aus dem Körper eines Menschen zieht, oder? Ja, das ist seine Aufgabe. Allah Ta'ala hat es von ihm so verlangt. Er führte das aus, was Allah Ta'ala von ihm verlangt. Und Al-Khadr hat hier nur das ausgeführt, was normalerweise der Todesengel ausführt. Und er hat ihn getötet, weil Allah Subhanahu wa Ta'ala das so bestimmt hat. Warum? Das werden wir gleich sehen. Könnte jemand sagen, wie kann Allah Ta'ala so etwas zulassen? Wir werden es gleich sehen, weil das sind wichtige Fragen. Im Christentum nennt man das die Theodizee-Frage. Wie kann es sein, dass Gott Schlechtes in dieser Welt zulässt? Wie kann es sein, dass Gott zulässt, dass Kinder in Syrien, im Irak, im Jemen verhungern? In Afrika? Wie kann das sein? Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Wo ist seine Barmherzigkeit? Warum lässt Gott so etwas überhaupt zu? Surat al-Kahf, die Geschichte von Musa al-Khidr, gibt uns eine Antwort darauf. In vielerlei Hinsicht. Aber Musa alaihi salam konnte nicht wegschauen. Und er steigerte sich. Al-Khadr gab ihm jetzt die letzte Chance. Er hätte jetzt auch Schluss machen können. Er hätte ihm jetzt sagen können, soll es gehen. Aber er wollte ihm noch eine Chance geben. Eine allerletzte Chance. Und das machte er ihm auch klar, indem er nämlich zu ihm sagte, قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا. Er sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Woraufhin Musa jetzt sagte und ihm versprach, dass es das letzte Mal war, قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي. Er, Musa, sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Wir wissen nicht, ob Al-Khadr auch nach diesem Fehler, Musa alaihi salam nach dem dritten Fehler, dass er noch einmal sozusagen etwas in Frage stellt, dann gesagt hätte zu Musa, du sollst gehen. Aber wie es der Prophet schon gesagt hat, Musa alaihi salam hat selbst gesagt, das ist das letzte Mal.
Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass ein Mensch sich auch in manchen Situationen einfach mal schämen sollte. Ja, das sagt er, weil Musa alaihissalam das gesagt hat vorher. Er hat ja gesagt, das ist das letzte Mal. Sollte ich dich nochmal fragen, was ist dann? Dann gehen wir getrennte Wege. Woraufhin dann Al-Khadr sagte, okay. Also, und so sagt es ja auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte sozusagen, er hat gesagt, sollte ich dich nochmal fragen, Musa hat selbst sich das zur Voraussetzung gemacht, dann gehen wir getrennte Wege. Was lernen wir daraus? Irgendwann einmal sollte man sich als Mensch auch schämen. Und aus seinen Fehlern lernen. Ganz, ganz wichtig. Wenn man sich nicht schämt, dann wird man die Fehler immer wieder machen. Und dann wird man es irgendwann einmal übertreiben. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, bei der Nacht- und Himmelsreise, als er die 50 Gebete auferlegt bekommen hat für seine Umma als Geschenk, da kehrte er in den sechsten Himmel zurück. Und auf wen traf er dort? Auf Musa, alaihi wa sallam. Und was sagte Musa, alaihi wa sallam, zu ihm? Das wird deine Umma nicht aushalten. Kehre zurück und bitte Allah ta'ala um was? Um Erleichterung, Tachfif. Und er kehrte zurück und aus 50 wurden 40, aus 40 wurden 30, aus 30 wurden 20, aus 20 wurden 10 und aus 10 wurden 5. Und Musa alaihi salam sagte noch einmal, deine Umme wird das nicht ertragen können. Und was sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Fastahyaitu. Ich schämte mich. Von 50 auf 5 Gebete, ich schämte mich noch einmal zu Allah ta'ala zurückzugehen und sage, oh Allah, ich bitte nicht noch einmal um Erleichterung. Schamgefühl, irgendwann mal Khalas. Ich merke, ich mache den Fehler immer wieder gegenüber dieser Person. Irgendwann mal schämt man sich. Khalas, es tut mir leid. Ja? Jetzt muss ich die Konsequenzen ziehen. Jetzt muss ich sozusagen für meinen Fehler büßen. Khalas. Das Schamgefühl, ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, salawatu rabbi wa salamu alaihi, inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwati al-ula. Das, was die Menschen von den Worten des früheren Prophetentums mitbekommen haben und zu ihnen gelangt, ist es was? Ihr lernt das doch hier fast neimal stehen. Wenn du dich nicht schämst, dann tu, was du willst. Schamgefühl, haya, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die Musa alaihi salam auch hatte, auch in dieser Situation. Und jetzt kommt es zu der dritten Begebenheit. Fantalaqa, da zogen sie beide weiter. Hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Bis als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, ja, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. فَأَبَوْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَ. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete er sie auf. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Er, Musa, sagte, er konnte sie sich halten, er hat die Welt nicht mehr verstanden. Ja, erstmal macht er Sachen kaputt und bringt einen Jungen um, ja, und tötet einen Jungen vor seinen Augen, der nichts getan hat. Und jetzt, ja, genau umgekehrt, er ist bei einer geizigen Stadt angekommen, ja, die ihn nicht mal bereit sind, irgendetwas zu essen zu geben. Und ein Schlafplatz. Und dann errichtet er einfach eine umgestürzte Mauer auf. Allahu alam, wie er das macht, ob er dann sozusagen dann das als Prophet mit einem Wunder begangen hat. Manche sagen, es war ein Wunder gewesen. Er hat einfach die Mauer sozusagen über die Mauer gestrichen und sie war plötzlich, stand plötzlich. Ja? Oder ob er sie wirklich dann in der Nacht errichtet hat. Allahu alam. Das ist auch nicht wichtig. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass er eine umgestürzte Mauer aufbaute von einer Stadt, welche geizig gewesen ist. Absolut geizig gewesen ist. Und Musa alaihi salam konnte sich halten mit dieser Bemerkung, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجَرًا. Wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Und jetzt ist es Schluss. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. Er sagte, das ist die Trennung zwischen mir und dir. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Und jetzt kommt die Antwort, die wir brauchen. Die Antwort, die wir am jüngsten Tag erhalten werden. Jeder von uns. Jeder von uns wird am jüngsten Tag eine Antwort erhalten, warum bestimmte Dinge so geschehen sind, wie sie geschehen sind. Du verstehst es nicht. Aber Allah Ta'ala, er wird dir am jüngsten Tag zeigen, warum es so gewesen war. Musa alaihi salam hat die Antwort schon in der Dunya bekommen. Und wir sind glücklich darüber, weil wir dadurch nämlich viele Dinge besser verstehen können. Und er antwortete ihm jetzt mit folgenden Worten. Amma as-safinatu. Was das Schiff angeht,
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. So gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. Ich wollte es schadhaft machen. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Ganz einfach. Und schon ist die Sache geklärt. Der einzige Grund, warum ich dieses Schiff beschädigt habe, ist, damit ich diese armen Schiffsmänner davor bewahre, dass ihr Schiff in den Besitz, zu Unrecht in den Besitz des Königs gelangt. Das ist alles. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie vor etwas Schlimmerem bewahrt. Und immer dann, wenn dir etwas geschieht, dann denke an diese Geschichte. Denke daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich vielleicht vor etwas Schlimmerem bewahrt hat. Wir wissen nicht, was die Antwort ist. Wir wissen auch nicht, was die Weisheit ist. Vielleicht wirst du die Weisheit auch erst am jüngsten Tag erfahren. Aber was musst du als Muslim tun in solch einer Situation, wenn dir etwas geschieht, wenn dir etwas zustößt? Als Muslim hast du eine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala für das, was geschehen ist, zu akzeptieren. Erst einmal suche ich nach Fehlern bei mir, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Manchmal ist es auch gar nicht die Bestimmung Allahs im Sinne von, dass Allah so ehrlich prüfen möchte. Sondern manchmal kann es auch sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich damit bestrafen möchte. Das kann auch sein. Damit du zurückkehrst, auch eine Bestrafung, ja, kann dir manchmal widerfahren. Es geschieht etwas, damit du zu Allah ta'ala zurückkehrst. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Unrecht, ja, oder Unheil ist auf dem sozusagen Festland und auf der See zum Vorschein gekommen. بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Durch das, was die Menschen mit ihren Händen vorausgeschickt haben und erworben haben. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Damit er ihnen einen Teil von dem, was sie getan haben an schlechten Dingen, ja, kosten lässt. لَعَلَّهُمْ. Was ist der Grund? لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ. Damit sie zurückkehren mögen. Manchmal kann das auch der Grund sein. Dir geschieht etwas, du wirst bloßgestellt oder weil du durch eine Sünde, die du immer wieder begehst oder du bestehst deine Prüfung nicht, weil du immer wieder deine Zeit verschwendet hast oder weil du einfach schlechte Freunde hattest, die dich abgelenkt haben und du fällst durch das Abitur durch oder du hast eine Prüfung nicht bestanden, du hast einen Job nicht bekommen oder deinen Job verloren, weil du immer wieder zu spät gekommen bist zur Arbeit, weil du in der Nacht zu lange wach geblieben bist und dir immer nur irgendwelche Videos reingezogen hast und dann plötzlich hast du deine Arbeit verloren. Das ist schlimm. Aber vielleicht ist es geschehen, damit du dich besserst. Und vielleicht bestraft dich Allah subhanahu wa ta'ala auch damit, damit du zurückkehrst und aus deinem Fehler lernst. Ja? Wie bitte? Was könnte uns bei solchen CDR, bei solchen Situationen, wenn Allah uns prüft, also standen haben lassen? Was genau, dass wir dieses Verständnis haben. Dass wir das Verständnis haben, dass alles, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, immer mit einer Weisheit verbunden ist. Erst einmal bringt es mich zum Nachdenken. Warum ist das geschehen? Es kann Dinge geben, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Mein Kind wird krank. Möge Allah unsere Kinder davor bewahren, ja Rabbi. Stirbt. Stirbt, ein kleines Kind stirbt. Was kann ein kleines Kind? Was hat ein kleines Kind verbrochen? Nichts. Manche sagen sich, wie kann das sein? Wo ist die Gerechtigkeit Allahs? Wo ist die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala? Kleines Kind. Unschuldig. Wieso? Ich muss es genauso machen, wie wir jetzt gleich sehen werden. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Vielleicht will Allah mich etwas, vor etwas bewahren. Vielleicht will Allah mein Kind vor etwas bewahren. Vielleicht weiß Allah in seinem Wissen, dass dieses Kind, wenn es groß werden würde, vom rechten Weg abkommen würde. Wir wissen es nicht. Ich akzeptiere die Bestimmung Allahs. Ich empfinde Trauer, was menschlich ist. Aber ich akzeptiere die Bestimmung Allahs. Ich sage nur Gutes und ich bitte Allah, dass er mir aus alles gleich was Besseres gibt. Und deswegen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? مَا مِن مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبًا. Es gibt keinen Muslim, der von einem Unglück getroffen wird. فَيَقُولُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. Und der daraufhin sagt, wie es Allah ihm befohlen hat. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
Wir gehören Allah, wir kommen von Allah und wir kehren zu ihm zurück. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. O Allah, gib mir Lohn in meiner Musiba, ja, durch die Geduld, die ich habe und so weiter und so fort. Und gib mir als Ausgleich etwas Besseres. Illa akhlaf Allah azza wa jalla alayhi khayran minha. Außer dass Allah ta'ala mir etwas Besseres gibt. Subhanallah. Ja? Das ist das, was wir machen müssen. Und sei dir sicher, wenn du so an die Sache herangehst, Allah ta'ala, er wird die Türen öffnen. Allah ta'ala, er sagt über denjenigen, der sein Kind verliert, dass er zu den Engeln ruft: Habt ihr aqabattum walada abdi, habt ihr den Sohn meines Dieners genommen, seine Seele zu euch berufen? Fayaquluna, die Engel sagen: Na'am. Woraufhin dann Allah aqabattum falazata kabidi, habt ihr sozusagen, wie sagt man, ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll, also sozusagen sein Herzstück genommen, also eigentlich ist damit die Leber gemeint sozusagen, also wie, als habt ihr sozusagen sein Herz genommen, das, was er liebt, woran er hängt, woraufhin sie sagen, Namen. Und dann fragt Allah die Engel, und was hat er gesagt? Woraufhin sie sagen, Hamadaka wastarja. Er hat dich gelobpreist und er hat gesagt, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Woraufhin Allah zu den Engeln sagen wird, Ubnu li'abdi baytan fil jannah wa sammuhu bayt al-hamd. Errichtet für meinen Diener ein Haus im Paradies und nennt dieses Haus das Haus des Lobes. Allah, weil er gelobpreist hat in so einer schwierigen Situation. Ja, vielleicht kriegst du das Gute erst am jüngsten Tag, wir wissen es nicht. Aber ich akzeptiere es und ich weiß, es liegt immer etwas Gutes in dem, was mir geschieht. Immer. Auch wenn ich es nicht verstehe. Weil ich habe immer nur ein kleines Puzzleteil vom ganzen Bild. Ein ganz kleines Stück. Und Allahu alam, ja, wie das ganze Bild aussieht, ich weiß es nicht. Allahu alam, ich weiß es nicht. Und jetzt, ja, interessant ist, dass wir hier auch einige, die Schäfi'ir, sie haben aus diesem Vers entnommen, dass mit Masakin, dass ein, also es gibt ja diesen Vers im Koran, in Surat At-Tawbah, wo Allah Ta'ala über die 8 Personengruppen spricht, welche die Zakat empfangen können. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Die Sadaqat, die Zakat, kann wem ausgezahlt werden? Dem Fuqara und dem Masakin. Was ist der Unterschied zwischen einem Faqir und einem Miskin? Die Schafi'iten sagen aufgrund dieses Verses, sagen sie, Allah sagt ja, فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ, es gehörte Armen. Aber diese Armen hatten ein Schiff gehabt, das heißt, sie hatten Besitz. Aber sie hatten nicht genügend, um sich damit zu ernähren. Und dementsprechend, ein Miskin ist jemand, der Einkommen hat, aber dieses Einkommen reicht ihm nicht aus, um zu leben. Und ein Faqir ist jemand, der gar nichts hat. Ja? Ein Miskin ist jemand, der Einkommen hat, aber es reicht nicht aus. Beispielsweise, er braucht 10 Euro am Tag, aber hat nur 8 Euro. Und ein Faqir ist jemand, der nicht mal, wie gesagt, 5 Euro hat, der 2, 3 Euro hat, und, also wo es gar nicht reicht, der nichts hat. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig auch für uns. Ja? Ja, wenn ich beispielsweise Menschen unterstützen möchte, ganz wichtig. Ja? Es kann bedürftige Menschen geben, die arbeiten, aber die haben nicht genügend. Die haben ein Haus über den Kopf, aber die haben nicht ausreichend Geld, um wirklich alles zu finanzieren. Solch einem Menschen kann ich auch von meiner Zakat geben oder von meinem Sadaqat geben. Ja, solche Menschen haben vielleicht sogar mehr Anrecht als manche professionelle Bettler, die zu dir kommen und so tun, als hätten sie nichts, aber etwas haben. Und das sagt ja auch Allah subhanahu wa ta'ala, ja, im Koran, dass es Leute gibt, die sich nicht trauen zu betteln. Ja, aus Iffa. Ja, sind zurückhaltend, sie trauen sich nicht, ihre Hand auszustrecken, obwohl sie eigentlich etwas benötigen. Und jetzt kommt der nächste, die nächste Antwort. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Ganz wichtig. فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. Ah, es gibt einen Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, indem er sagt, dass dieser Junge, ja, von vornherein sozusagen Allah wusste, dass er
Kafir wird. Dass er vom Glauben abfallen wird. Und dass er seine Eltern mitziehen wird. Und wir wissen, was ein schwieriges Kind alles mit der Familie machen kann. Und was ein schwieriges Kind, was nicht Allah Ta'ala fürchtet, was auf Abwege kommt, alles kaputt machen kann in einer Familie, selbst wenn diese Familie vielleicht eine fromme Familie ist. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er wusste das, dass dieser Junge, wenn er erwachsen werden würde und in die Pubertät kommen würde, das Erwachsenenalter erreicht würde, die Reife erreichen würde, dass er seine gesamte Familie, seine Eltern mit ins Unglück stürzen würde. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er wollte sie davor bewahren. Und was sagen, das ist sehr, sehr interessant, was sagen die Mufassirun, die Koran-Exegeten über dieses Wort Abawahu? Seine Eltern. Was sagen sie? Das ist sehr interessant. Sagen sie, das sind seine leiblichen Eltern? Nein, die meisten Professionen sagen, damit sind gar nicht die leiblichen Eltern gemeint, sondern damit sind die Großeltern gemeint. Siebte Generation. Dass sie fromm waren und dass ihre Frömmigkeit sich auf ihre sozusagen Urenkel der siebten Generation ausgewirkt hat. Allahu Akbar. Unglaublich. Und da sehen wir, wie sich die Frömmigkeit von einem Menschen auch auf die folgenden Generationen auswirken kann. أَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ. Ja, dass du dadurch sozusagen, dass du selbst sozusagen ein guter Mensch gewesen, ein frommes Kind hast, was Dua für dich macht. Und deswegen, mach nicht nur Dua für deine eigenen Kinder, mach Dua immer für deine gesamte Nachkommenschaft. Bis zum jüngsten Tag, wer weiß. Ja, vielleicht wird es irgendjemandem geben, ja, der salih ist und der dann für seine gesamte Vorfahren, nicht nur für seine Eltern und seine Großeltern, sondern für seine gesamten Vorfahren, Dua machst, sodass du auch etwas davon abbekommst. Aber wichtig in diesem Zusammenhang ist, eine gute Tat wird sich auch noch auf Generationen von Menschen auswirken und nicht nur direkt auf deine Kinder. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا سُبْحَانَ. Ja, Großvater siebter Generation, Großmutter siebter Generation und das wirkt sich auf diese Eltern aus. Auch wenn es die Eltern sind. Allah Ta'ala, er hat sie durch ihre Frömmigkeit vor etwas Schlimmem bewahrt. Sie haben es nicht verstanden, sie waren voller Trauer gewesen. Aber Allah Ta'ala, er sagt, فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِيلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا. So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, also ein Kind gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Allah. Ist euch etwas aufgefallen, als wir diese Verse vorgelesen haben? Und zwar, interessant ist, dass immer, wenn es um etwas Schlechtes geht, das Schlechte Al-Khidr zugeschrieben wird. Und immer, wenn es um etwas Gutes geht, es wem zugeschrieben wird? Allah. Und deswegen, ja, was sagt Al-Khidr in dieser ersten Begebenheit über das Schiff? فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. Ich wollte es schadhaft machen. Nicht Allah hat mir gesagt, ich soll es schadhaft machen. Ich wollte es schadhaft machen. Aber wo es darum geht, dass sie einen Ausgleich bekommen, sagt Allah Ta'ala was? فَأَرَدَنَا. So wollten wir, also Allah Ta'ala bezieht es auf sich, ein يُبَدِيلَهُمَا, dass ihr Herr zum Austausch einen gebe. Was ganz, ganz Wichtiges. Und die Gelehrten haben daraus etwas ganz Wichtiges entnommen. Nämlich was? Sie haben daraus entnommen, dass man als Muslim aus Respekt gegenüber Allah, Allah immer nur das Gute zuschreibt und sich selbst immer das Schlechte zuschreibt. Wenn ich eine Sünde begehe oder einen Fehler mache oder mir etwas zustößt, dann schreibe ich das mir selbst zu. Und wenn mir etwas Gutes geschieht, ja, dann schreibe ich das wem zu? Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl alles von Allah kommt. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Sprich, alles ist von Allah. Natürlich ist alles von Allah. Aber trotz alledem, wenn mir etwas Gutes zustößt, dann führe ich das immer auf Allah zurück. Und sozusagen betrifft mich etwas Schlechtes, dann führe ich das auf mich selbst zurück. Und jetzt kommen wir zu dem dritten und letzten Vers. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, zu der letzten Begebenheit. Allah ta'ala sagt, وَأَمَّا الْجِدَارُ. Was aber die Mauer angeht, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. So gehörte sie zwei weisen Jungen in der Stadt. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. Und unter ihr befand sich
ein für sie bestimmter Schatz. Ja? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ihr Vater war rechtschaffen. Entschuldigt, ich habe vorhin, ich muss das korrigieren, ganz schnell korrigieren, bevor das jetzt sozusagen ganze Welt geht. Ich habe was durcheinander gebracht. Gut, dass ich das jetzt korrigiere. Und zwar, der siebte Urgroßvater war wer gewesen? Hier, in dieser Geschichte. Nicht in der zweiten Geschichte. Ich habe was durcheinander gebracht. Ich muss es korrigieren. Ja? In dieser ersten Geschichte, ja, waren das die weiblichen Eltern. Und in dieser dritten Geschichte war das, wie es die Mufassirun sagen, der siebte Urgroßvater. Ja, ich habe das durcheinander gebracht gerade. Entschuldigt bitte. Ja, also ich möchte das nochmal ganz klar korrigieren. Die Koran-Exegeten beziehen das mit diesem siebten Urgroßvater auf wen? Auf dem Vater dieser beiden Waisenkinder, dass damit der siebte Urgroßvater gemeint ist. Nicht auf die Eltern in dieser zweiten Geschichte. Ja? Subhanallah, möge Allah Ta'ala mir verzeihen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَ. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt. Und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz, irgendetwas, was dann ihr Vater oder ihre Eltern ihnen zurückgelassen haben. Ihr Vater war rechtschaffen, also wahrscheinlich der siebte Urgroßvater. Und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. وَمَا فَعَلْتُهُ Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat hier die beiden Waisenjungen vor etwas bewahrt, nämlich dass diese geizige Stadt dann auch noch und die Bewohner dieser geizigen Stadt dann auch noch das nehmen, was ihnen nicht gehört. Und das zeigt uns noch einmal auf, wie schlimm der Geiz ist. Ja, und dass der Geiz immer nur negative Folgen hat. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns vor Geiz gewarnt, indem er nämlich sagte, dass es drei Dinge gibt, welche den Menschen ins Verderben stürzen. Und was ist das Erste, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnte? Wa thalathun muhlikat. Was sind diese drei Dinge? Nummer eins, shuhun muta'. Geiz, den ich Folge leiste. Egoismus, wo ich nur an mich selbst denke. Und was ist das Zweite? Ha? Das ist das Dritte, aber trotzdem haben wir schon erwähnt. Selbstgefallen, dass ich mir selbst gefalle. Ha? Und was ist die Nummer drei? Also die Nummer zwei in diesem Hadith? Hawan muttaba. Neigung, die ich immer nur befolge. Nur Allah dafür bewahren, ja, Rabbalan. Geiz. Ja? Geiz hat immer negative Folgen. Glaub ja nicht, dass du durch Geiz irgendwie mehr bekommst. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Unser Prophet hat geschworen, kein Vermögen wird weniger durch eine Sadaqa. Der Geiz, der schadet dir nur selbst. Und genau das ist auch diesen Bewohnern dieser Stadt geschehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese beiden Waisenkinder vor etwas Schlimmerem bewahrt. Ja, weil ihr Vater oder ihr Urgroßvater ein frommer Mensch gewesen ist, hat er sie vor etwas Schlimmerem bewahrt. Und deswegen hat Al-Khadr alayhi salam dann die Mauer wieder errichtet und Allah subhanahu wa ta'ala, er schließt dann die gesamte Geschichte ab, indem er sagt, das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer dieses Verständnis geben, dass wir, insha'Allah ta'ala, wenn uns etwas zustößt, wir Geduld zeigen und wir die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala akzeptieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld geben, bezüglich seiner Prüfungen, mit denen er uns prüft, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen schenken, was uns ihm näher bringt. Amin, ya Rabbil Alameen. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu wa amilu s-salihati. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil sabr.